Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich einen Rehrücken auslöse und zuschneide. Es handelt sich hierbei um einen einjährigen Rehbock. Wenn Sie einen Rücken bekommen, was Sie immer schauen sollten, ist, dass er gleichmäßig geschnitten ist. Auch wenn Sie mit Knochen braten, er sollte immer gleichmäßig geschnitten sein. Nicht, dass irgendwo so lang kurz ist, dass es immer gleich ist. Das Erste, was ich mache, ich schneide die Filet aus. Ich schneide her. Ich schneide mit dem Messer da entlang, am Rückgrat, und schütze sie da raus. Da können Sie nicht zu viel falsch machen, weil das ist ja ein Knochen, da können Sie nicht reinschneiden. Schauen Sie, das haben wir die Filet. Meines Glaubens werden die Filet auch weitaus überbewertet, weil sie vom Geschmack her oft aber ein bisschen nach weit schmecken. Aber ich sage immer, die Filet schenken es denen, die es nicht ganz so gern haben. Der freut sich und sie freuen sich auch, dass sie gegessen hat. So, jetzt haben wir das so. Jetzt drehe ich den um. Jetzt denkst du da, das Rückgrat geht da runter. Da. Und da schneiden wir mit dem Messer rein mit einem Schnitt. Fahrst rein bis zum Knochen und fahrst da entlang. Du brauchst gar nicht kleine Schnitt machen, machst einen schönen Schnitt, an durch. Schaut's. Und schon haben wir das geschenkt. Jetzt drehen wir es her. Jetzt schauen wir da noch den Rippenbogen. Entlang. Und wenn du da schaust, da geht es. Ich tue es ja lieber hängen lassen, zerlegen die den Rücken. Wenn Sie es einmal so kriegen, schauen Sie, ist aber überhaupt keine Affäre. Den Rücken haben wir. Jetzt nehmen wir ihn auch. Schön im Knochen entlang, das sind die kurzen, die Wirbelknochen, die kurzen, und da ist sind die Stücke, die Rippen. Oder die Federn, wie man richtig sagt. Gell? So. Und jetzt beim Zuputzen. Sie müssen immer schauen, dass da hinten, schneiden Sie mit dem Messer ein bisschen ein. Weil sonst reißen Sie da gern beim Rücken ein Stück aus. So, dann drehe ich mir den her. Da, wo der Träger war, da schneiden Sie ein bisschen ein. Schauen Sie. Und dann ziehen Sie die Haut drüber. Schatz, so ist sie weg. Auch so viel Schweiß, was drauf ist, kommt weg. Und der Schweiß mal weg. Und jetzt beim Rücken parieren. Beim Rücken parieren, ich teile den Rücken immer in der Mitte. Wissen Sie, also nur aus einfachem Grund. Weil in der Regel wird er eingefahren, auch so lange Pfann zum Hochen haben sie sowieso nicht. Und wenn ich tue beim Parieren leichter, ich schneide in die Mitte rein, schaue, ob ich die Mitte habe, und nehme das Messer so und schneide das Messer so, zieh so entlang. Schaut's, der Rücken ist wunderschön. Sehen Sie das? Schau, kantig. Da haben wir noch ein kleines so weg. Das drehen her. Viele schneiden den Teil noch weg. Ich mache es nicht. Ich lasse das drauf. Ich sage, dass die Sehne, was da drin ist, ist dann so fein, weil beim Rind, wäre das ein Rostbraten oder ein Rippei, da lassen wir es auch drin. Und beim feinen Reh, ich lasse das drin. Sie haben, ich schneide das so,
Siehst du, das ist da die Sehne. Da ist kein Fleisch drauf. Die Silberhaut. Das ist da weg. Da haben wir ein bisschen was Sägen. Da schneide ich dann schon schön zu. So. Da schneiden wir nach Grad. Da schneiden wir auch noch. So. Schauen Sie. Und da haben wir einen schönen Rücken. Da haben wir einen schönen Rücken. Jetzt auch noch beim zweiten das gleiche. Da bei die Keule, da hinten, da müssen sie ein bisschen einschneiden. Da schneiden sie ein bisschen ein. Du weißt, dann reißen sie da gerne von den Rücken ein Stück raus. Das wollen wir nicht, gell? Jetzt drehen her. Zieht das runter. Schau, das wollte ich sagen, das kann man verhindern. Da müssen wir schauen, dass man schön einschneidet, sonst reißen sie da so tief ein. Jetzt ziehen wir den Rücken wieder her. Sag, da ist die Mitte. Immer schauen, dass wir ein scharfes Messer haben. Schauen Sie. Und das ist überhaupt keine Hexerei. Das, schauen Sie, der Rücken ist wunderschön. Gell? Der Rücken ist wunderschön. Und auch kein Fleisch drauf. Wieder her. Schauen Sie, haben wir wieder das kleine, das überhaupt. Bringen wir ein bisschen in Form. Und haben wir einen schönen Rücken. Und diese, das ist gleich für die Schweißer weg. Das bisschen sülzige und mit Schweiß drauf ist das dann auch weg. Das ist für Schildes. Das tun wir weg. Und jetzt bei die Filet. Bei die Filet fahre ich immer mit den Fingern da ein bisschen rein, gell? Dann nehme ich das, die Haut weg. Was ich mache, ich schneide die Köpfe weg. Ich schneide die Köpfe immer weg. Weil die schaut so. Und bei den Filet ist halt immer das Problem, wenn der Jäger das nicht wild, nicht sauber aufbricht, dann sind die Filet nicht gar so gut. Oder wenn der Schussspiel wahr ist, dann ist das nicht mehr so lecker, das Ganze. Also weg, das ist auch nicht ganz los. Viele lassen die Filet dann so. Das gibt man so Filet. Das gut. Mir gefällt das nicht so. Ich schneide die Spitzen vorne ein bisschen weg. Das kommt bei kein Gewicht. Und da schneiden wir es auch ein bisschen weg. Schauen Sie, das ist so. Schauen Sie recht sauber aus. Da schmeißen wir weg. Jetzt haben wir den Rücken. Den könnt ihr für Soßen machen. Das lasse ich mir einreden. Den Stück hacken wir uns noch zusammen und nehmen es für Soßen. Dann haben wir den Rücken pariert. Schauen Sie. Und die Filet. Und da haben wir Siege noch, da haben wir ein paar übersägen. Das kannst du noch nachparieren. So. Ich wünsche allen ein kräftiges Weidmanns Heil, den Jägern. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie mich, Ihr Profi-Metzger Ralf.